Buongiorno und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog, und zwar aus Bella Italia, aus Gesolo. Wir sind nach einer sehr, sehr entspannten Fahrt von Österreich nach Italien angekommen in Gesolo im Falkensteiner Hotel und Spa. Ich habe hier schon das Zimmer, also wir wurden schon herzlich begrüßt und ich habe die Zimmerschlüssel bekommen, eine kleine Tour bekommen durch unser Apartment, unsere Suite, und ich zeige sie euch jetzt. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Platz und der Ausblick ist der Wahnsinn. Ich bin froh, dass wir jetzt gut hier angekommen sind und ich zeige euch jetzt mal einfach eine Roomtour. Ich glaube, das ist das, was euch wahrscheinlich brennend interessieren wird. Wir kommen bei der Tür rein, haben hier eine kleine Küchenzeile, wo wir auch ein paar Snacks hinterlegt bekommen haben. Und hier ist dann einmal das Kinderzimmer, dann das Badezimmer, also das zweite Badezimmer. Wir haben nämlich zwei Badezimmer, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Einmal Toilette. Hi. Und hier die Dusche. Dann haben wir hier das Schlafzimmer der Jungs, wo wir zwei Betten haben. Super praktisch, dass jeder für sich ein kleines Bettchen hat. Dann haben wir hier auch noch Schränke. Und weiter geht's in unser großes Zimmer, wo wir eine kleine Nische haben zum Sitzen, ein Sofa, den Fernseher mittig. Das heißt, man kann von beiden Seiten schauen. Wirklich verrückt. Hier auch noch das Bett. Ein großes Bett mit Fernseher und das Badezimmer. Das Badezimmer ist sehr, sehr schön mit einer riesigen, großen Dusche. Ich bin richtig baff, also die ist wahnsinnig cool. Und hier auch noch eine Toilette und der Spiegel. Ich setze mich jetzt gleich mal aufs Bett drauf. Ich bin etwas müde. Ich fange mal bei unserem Tag an. Wir sind ich bin um 2.30 Uhr aufgestanden, habe mir die Haare gemacht, habe mich geschminkt, habe mich fertig gemacht. Dann haben wir alles für die Katzen hergerichtet und für den Haus- und Katzensitter und sind um 4.04 Uhr von unserer Stadt hergefahren. Sind dann mit einem ganz, ganz kurzen Stopp in Gesolo beim Hotel, beim Falkensteiner Hotel angekommen. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe bei der Autofahrt auch mal ganz kurz, ich glaube es waren so 10 Minuten, bin ich eingeschlafen, weggenickt. Und ich bin total aufgeregt. Also jetzt haben wir wochenlang darauf gewartet, dass wir nach Italien fahren können. Wir sind hier. Ich freue mich und ich glaube, ich muss jetzt erstmal sacken lassen. Unsere Koffer werden jetzt gleich gebracht und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich euch mitnehmen kann bei diesem Travel with me in Gesolo mit Falkensteiner. Dass ich euch die Hotelanlage vorstellen kann und generell die ganze Umgebung. Sagen, Umgebung ist gleich ein gutes Stichwort. Wir schauen jetzt mal raus auf unsere große Terrasse und ich zeige euch mal den Blick aufs Meer. Und hier kommen wir auf unseren riesengroßen Balkon, also unsere Terrasse. Sie ist gigantisch und wir sehen hier schon das Meer. Wir sind am Meer, ich freue mich wie verrückt. Und was wir jetzt als nächstes mal auf jeden Fall brauchen, ist einen guten Cappuccino, einen Kaffee. Müde, also an die Bar oder ans Café, einen Kaffee holen, was Gutes trinken. Und dann melde ich mich wieder bei euch, wenn wir in den Pool gehen. Wir sind in Italien, ich freue mich so und ich bringe euch jetzt ganz viel Dolce Vita aus Bella Italia. Willkommen zurück. Mittlerweile haben wir schon kurz vor 6:30. Ich habe mich fertig gemacht, habe mein Make-up aufgefrischt. Das hat echt gut über den Tag hinweg gehalten. Und habe hier ein neues Kleid von Mango an, das ich total gerne mag, weil es hat hier so einen richtig coolen Cutout und ist asymmetrisch. Und deshalb dachte ich mir, dass ich die Haare hier etwas fest, auf der einen Seite, also asymmetrisch halt festmache. Das Kleid ist sehr wallend und hat einen echt angenehmen Schnitt. Dazu die Pauline-Tasche, die kleine, und meine Chloe-Sandalen zeige ich euch gleich im großen Spiegel. Wir hatten einen richtig, richtig schönen ersten Anreisetag. Ich meine, ich will nicht lügen, ich bin echt
Hunde müde, aber es war schon mal richtig toll und ich glaube, ihr habt es gesehen am Strand. Habe ich mich sehr wohl gefühlt am Meer. Ich muss es erst so richtig verdauen, es wird wirklich eine Zeit lang hier in Italien sind. Ich kann es auch gar nicht glauben. Ich habe so lange hingefiebert und es hat jetzt Gott sei Dank geklappt. Und ja, es ist eigentlich echt schwierig hier so viel mitzufilmen, weil so viele Menschen da sind, meine Kinder ja auch dabei sind. Ich versuche wirklich ganz, ganz viel einzufangen für euch und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon in den ersten paar Minuten ein bisschen Italo-Vibe. Ich gehe jetzt runter zum Essen, bin schon sehr gespannt, was es zu essen gibt und dann werden wir noch eine Promenade entlang spazieren, zum Strand gehen und überhaupt, ich freue mich. Buonasera vom Jesolo, vom Strand. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, beim Essen was für euch zu filmen, aber ich werde morgen dann alles für euch aufnehmen. Wir sind jetzt platt und echt müde. Ich wollte jetzt aber noch den Strand und das Wellenrauschen ein bisschen genießen, haben aber Fotos geknipst. Und jetzt geht es dann gleich für uns ins Bettchen. Ich bin hundemüde und ich melde mich morgen wieder bei euch in aller Frische. Buongiorno, einen schönen guten Morgen aus Italien. Es ist jetzt kurz nach 7 und ich bin so früh aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt gleich die Zeit nutzen, um Fotos zu machen für den Blog, für Instagram und auch Videos hier für YouTube, denn es sind jetzt gar nicht so viele Menschen hier. Logisch, es ist 7 und im Urlaub stehen nicht viele um diese Uhrzeit auf, es sei denn, sie sind so verrückt wie ich. Man muss die Zeit nutzen und wie gesagt, ich bin ja auch zum Arbeiten hier, deshalb möchte ich jetzt gleich ein paar schöne Momente für euch einfangen, ein paar schöne Sequenzen. Gott sei Dank habe ich die Sonnenbrille mit, dann. Ich bin wirklich nur minimal geschminkt und eigentlich noch hundemüde und ich habe bestimmt noch Ringe unter den Augen. Oh, hier sind schon so viele fleißig am Joggen. Ja, also ich mache jetzt mal einen kleinen Rundgang hier draußen mit euch vor dem Falkensteiner Hotel und Spa in Jesolo. Also fangen wir hier gleich mal an. Hier ist die Oku Bar. Das ist ein Restaurant und eine Bar im japanisch-italienischen Stil. Und dafür sind auch diese Surfbretter so ein significant, so ein Merkmal. Hier haben wir ein Hotelgebäude, das zweite Hotelgebäude, wo sich jetzt richtig schön die Sonne spiegelt. Also die Schwimmbeckenbereiche. Dieses große Schwimmbecken führt auch hinein in das Hotel, wo dann auch das Spa ist, also der Spa-Bereich. Der befindet sich im Erdgeschoss und im ersten Stock. Dann haben wir hier drüben einen Pool für kleine Kinder mit einer kleinen Rutsche, was ich richtig, richtig süß finde. Hinterhalb des Pools befindet sich der Restaurantbereich des Marktrestaurants, in dem wir gestern Abend gegessen haben. Also das ist bei der Halbpension dabei für Frühstück und Abendessen. Hier wird gerade draußen gefrühstückt. Dann haben wir einen großen Pool, der auch Liegeflächen hat. Und dieses Schwimmbecken wird anscheinend ganz, ganz frisch eingelassen und ist dann auch sehr, sehr warm. Hier haben wir den Duschbereich. Und ja, wir sind übrigens in diesem Gebäude hier drinnen. Dann geht es weiter zum Strand. Hier seht ihr auch den Strandbereich. Hier in diesem Bereich werden nämlich die Badetücher ausgegeben. Dieser Strandabschnitt ist dabei beim Hotel. Das heißt, ihr habt da mindestens einen Liegestuhl, also zwei Liegestühle mit Schirme pro Zimmer dabei. Und ich freue mich heute schon auf Strand und Meer, denn wir werden am Vormittag auf jeden Fall uns hier einen Liegestuhl holen und werden reichlich Wasserpflanzen und Muscheln sammeln. Das tun die Kinder gerade sehr, sehr gerne. Noch angenehm warm, nicht zu heiß. Das Meer. Oh Gott, das Meer. Ich freue mich so. Ich kann das ja immer noch gar nicht so richtig glauben, dass wir hier am Meer sind. Nach dem Frühstück sind wir jetzt auch schon auf dem Strand. Hinter uns wieder mal das Hotel. Ich habe jetzt meinen Hut aufgesetzt, den ich mir letztens, falls ihr euch erinnern könnt, ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht vom Licht her, den ich mir beim
ein Ganz gekauft habe von ihrer Mutter. Ich trage so selten Hüte und ich habe immer das Gefühl, mir passt das nicht. Aber Sonnenschutz ist wichtig, deshalb bleibt der Hut drauf. Jetzt geht's dann gleich zum Strand. Nach vor. Hallihallo, willkommen zurück. Mittlerweile haben wir kurz vor 6 und ich habe meine Beach-Frisur oder auch meine Naturwellen. Wenn ich meine Haare nämlich nicht ausföhne und nicht glätte oder welle, habe ich so einen Löwenkopf. Das Badezimmer gehört übrigens nur mir. Mein Mann nimmt nämlich das andere Badezimmer. Diesen Luxus haben wir auch nicht von zwei Bädern zu Hause. Was cool ist, wenn ich da zum Spiegel hingehe, geht der Spiegel an. Make-up ist drauf. Ich habe auf der Nase einen Sonnenbrand, aber ich habe geschaut, dass ich mir reichlich Concealer drauf tue, dass man meine rote Nase nicht sieht. Ich sehe nämlich sonst aus wie Rudolf. Ich habe jetzt gerade noch ein Mückenspray aufgetragen, denn ich wurde richtig, richtig übel von Gelsen und Mücken gestochen. Ich reagiere da leider immer allergisch. Schaut euch mal diesen Stich an. Oh, obwohl ich auch den By the Way mit habe, aber das hilft irgendwie bei mir nichts. Smartphone habe ich meinen Mund-Nasen-Schutz, denn im Hotel ist Mund-Nasen-Schutz, also in den ganzen Innenräumen notwendig. In Italien haben wir jetzt keine Maskenpflicht im Freien, was auch sehr toll ist. Und dann gehe ich runter zum Falkiland und hole mal meine Jungs und meinen Mann ab. Hier kommen wir auch schon zum Spa-Bereich, das Aquapura Spa. Hier drüben gibt es ein Fitnessstudio, das man auch nutzen könnte. Ich habe sogar Sportsachen mit, aber wir werden morgen was anderes machen, das zeige ich euch dann. Und hier gibt es nochmal einen richtig coolen Blick raus über die Terrasse. Blauer Himmel, wo man nochmal richtig schön zur Poollandschaft schauen kann, hier zum Oku-Restaurant, der Strand. Hier seht ihr meinen Mann. Hallo! Sind Sie schon im Falkiland? Dann schauen wir mal zum Falkiland. Also hier gibt es auch Kinderbetreuung. Also die Kinder sind im Falkiland und sind gut beschäftigt und wir warten jetzt noch aufs Essen. 18:30 Uhr kann man das Abendbuffet einnehmen und dann nehme ich euch mit. Also wir wollen heute extra früh dran sein, damit es schön ruhig ist noch im Restaurant, damit ich euch alles in Ruhe zeigen kann. Hier sind wir auch schon im Restaurant und da haben wir schon mal super leckere Nachspeisen. Wir fangen mal mit Dolci an. Kuchen, die ich euch so empfehlen kann, der ist super, super lecker. Und hier gibt es auch noch Antipasti, Vorspeisen, Mozzarella, verschiedene Sorten, unter anderem mit Stracciatella, wurde mir gestern gesagt. Also geräuchert, ganz viele verschiedene. Hier auch noch Meeresfrüchte. Und ihr seht, das ist alles so im Markthallenstil aufgebaut. Da drüben haben wir Salate. Hier haben wir Focaccia. Und das ist auch noch, wo der Frühstücksbereich ist. Da drüben wird dann Pizza gebacken. Also ganz viel Kulinarik aus Italien. Schönen guten Morgen aus Italien. Wegen dem stehe ich jetzt zu früh auf. Ich bin vollkommen verschlafen, weil mein Mann geht jetzt laufen und ich habe mir gedacht, ich baue mir das Fahrrad aus. Beim Parkgestell könnt ihr euch nämlich Fahrräder ausbauen und begleite meinen Mann. Warum mache ich das? Wir sind gestern viel zu spät eingeschlafen. Aber wir werden uns jetzt lassen, sonst wird es zu heiß. Und schon haben wir unser Bike. Das heißt, ich kann sportlich mitradeln und mein Mann läuft, aber er bereut schon. Dass er so motiviert war und die Laufschuhe mit hat, die ich jetzt deshalb auch mit habe. Hier das Hotel von der... Aua! Autsch! Oh Gott, jetzt habe ich mich da voll angehört. Ich bin müde. Oh. Mamma mia. Mamma mia, das war's mit den schönen gebräunten Beinen da. Schon ein Cut. Santa Mozzarella. Santa Mozzarella. Da drüben geht die Sonne auf. Und hier sind wir schon bei der Promenade. Und wir sind bestimmt nicht die einzigen Läufer. Wir hauen uns dann einfach ins Wasser, wenn wir fertig sind. Ab ins Meer.
Kommt Bikini an. Das ist ja wurscht. Lauf, Bernd, lauf. Ja. Lauf, wir sind zu anstrengend, als wir rausfahren. Geht jetzt auch gleich an den Strand. Ich habe hier eine Luftmatratze von zu Hause mitgenommen, von Depot. Wir haben nämlich so eine elektrische Pumpe, die kann man richtig cool an die Steckdose anstecken. Und wir gehen jetzt Pool und Strand. Und der Max hat gestern, zeig her mal, einen Kescher bekommen. Und da werden wir jetzt Krebse, Krabben fangen. Wir schauen mal, was wir fangen. Ein paar Muscheln sammeln und nach den Strand heute genießen. Buonasera aus Italien. Wir haben uns schon fertig gemacht fürs Abendessen. Ich wollte mal ganz kurz bei euch reinschauen. Dadurch, dass ich den Vlog ja nicht immer wieder jeden Tag schneide, sondern erst zu Hause schneiden kann, weiß ich gar nicht, was ich hier alles plaudere. Aber ich denke, ich habe euch halt ganz viel vom Strand gezeigt. Ich glaube, wo ich euch aber nicht mitgenommen habe, weil das irgendwie komisch ist zum Filmen, ist eine Massage. Mein Mann und ich, wir hatten heute eine Couple-Massage, also eine Pärchenmassage. Nebeneinander. War super entspannend, sehr, sehr, sehr relaxed fühlen wir uns jetzt. Denn es gibt ja das Aquapura Spa. Da habe ich aber ein paar Fotos, die dann auf dem Blog sind. Ich habe heute auch, also im Gesicht sieht man es nicht, aber hier schon gut Farbe bekommen. Und ich habe leider auch einen gigantischen Gelsenstich. Ich reagiere immer ein bisschen allergisch. Aber mir geht's gut. Also es passt alles. Mein Outfit heute ist, ihr kennt es schon, seht ihr da überhaupt hin? Sieht man das? Max, machst du mal? Ha. Ich werde jetzt den Max einspannen. Jumpsuit. Nein. dann neue. Schieb mal zu den Schuhen runter, Schatzi. Also du siehst es gar nicht. Warte. So, jetzt siehst du was. Schieb mal zu den Schuhen. Neue Tom Taylor Wedgies. Und dazu meine Coach-Tasche. Und eine Jeansjacke, weil ich Angst habe vor weiteren Gelsenstichen. Super gemacht. Und wir gehen jetzt essen. Buongiorno und einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag. Ich bin um 5 nach 8 schon so rausgeputzt, das kann nur eines bedeuten. Wir fahren heute nach Venedig. Juhu, ich freue mich schon sehr. Ich war mit meinem Mann letztes Jahr, ich habe ihn überrascht zum Hochzeitstag. Wir haben im August, Mitte August Hochzeitstag. Und heute fahren wir wieder mit den Kindern. Die waren nämlich auch schon mal in Venedig. Das ist aber schon etwas länger her. Ja, ich zeige euch jetzt noch ganz schön mein Outfit. Das ist ein Kleid von Mango. Ich glaube, das sieht man jetzt gar nicht so richtig. Das hat nämlich so einen Unterrock und ist hinten extrem tief ausgeschnitten. Hier sieht man leider meinen sehr angeschwollenen Gelsenstich. Ich gehe jetzt zum Frühstück. Pack meine Polintasche gleich ein und brauche noch ein Parfum. Hallihallo aus Venedig, wir sind hier am Markusplatz, wie ihr uns schwer kennen könnt. Wir sind mit dem Boot von Punta Sabioni von Jesolo hergefahren und wir spazieren jetzt durch Venedig. Letztes Jahr waren wir ja schon hier. Heute haben wir leider nicht unbedingt das beste Wetter, sagen wir so, es ist kein strahlend blauer Himmel, aber uns wird nicht heiß und wir werden nicht wie verrückt schwitzen. Das ist wiederum gut mit den Kindern, die freuen sich, die jagen da drüben schon Tauben und ich nehme euch jetzt mit in Venice.
Schönen guten Morgen. Wir sind heute die letzte Nacht im Falkensteiner Hotel. Wir waren in Jesolo und haben ein kleines Upgrade bekommen. Eine Suite, mehr Blick auf ein anderes Zimmer. Und wir genießen das hier auf jeden Fall sehr, diesen Ausflug zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr einmalig und ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir dieses Zimmer für uns haben dürfen. Hat einen ganz eigenen Blick und sehr, sehr viel Charme. Wir nutzen die Zeit jetzt heute noch am Pool und am Meer, bevor unsere Reise morgen weitergeht. Ich melde mich dann am Abend nochmal bei euch, aber jetzt geht es erstmal an den Strand. Hallo und willkommen zurück. Ich habe mich gerade richtig geschreckt. Ich bin, also da weiß ich, dass ich, oh mein Gott, ich mach mal kurz. So schaue ich aber überall aus, ja. Also auch mein Rücken. Oh, ich bin heute so richtig abgebrannt und das, obwohl ich mich in der Früh, am Vormittag, zum Mittag sogar zweimal und am Nachmittag zweimal mit 50 plus Sonnenschutz eingeschmiert habe. Aber die Sonne ist am Meer und im Pool einfach echt verrückt. Also ja, ich bin dezent gerötet. Ich wollte mich jetzt mal ganz kurz hinsetzen. Wo stelle ich mich denn hin? Wo macht man das jetzt? Ich kann mich gar nicht anschauen. Ich bin ja krebsrot. Oh mein Gott. Schrecklich. Ich wollte mal ganz kurz mit euch plaudern, ein kurzes Update. Also wir haben jetzt den letzten vollen Tag hier im Falkensteiner Hotel und Spa in Jesolo gehabt. Wir fahren morgen zum Mittag schon weiter in Italien. Das seht ihr dann in einem anderen Vlog, denn ich möchte diesen Vlog hier mit Jesolo und Venedig und unserem Aufenthalt hier im Falkensteiner abschließen. Und dann geht ein neuer Travel with Us Vlog los. Wir wurden abgegradet. Ich glaube, ich habe das vorhin in der Früh schon erzählt. War dann gestern doch etwas sehr, sehr stressig nach Venedig noch, denn wir waren gut von 10:30 bis 6:30 in Venedig und nach dieser Zeit dann noch nach Hause zu kommen, also hier ins Hotel zurückzukommen und alle Koffer zusammenzupacken. Es war dann sehr überraschend und umzuziehen in den alten Trakt, weil die Apartments sind ja im neuen Trakt, das war doch ein bisschen sehr stressig, aber wir haben das gut gemacht und im Endeffekt habe ich jetzt auch schon die Koffer vorgepackt. Also das ist ja gar nicht so schlecht, denn jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, alles einzupacken für morgen. Wie ihr gestern in Venedig waren und ihr habt das ja sicherlich schon gesehen, zeige ich euch jetzt noch, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich habe zuerst am 20. Juli Geburtstag, aber es ist ein frühes Geburtstagsgeschenk und ich habe es mir ausgesucht. Eine Tasche, eine neue Coach-Tasche. Okay, gut. Dann machen wir nämlich hier diesen kurzen Bügel dran. Ihr seht schon, das, was ich besonders toll in dieser Tasche finde, ich kann nämlich diesen kurzen Bügel verwenden. Ich kann das anklipsen oder ich kann eben den langen Strap verwenden, um die Tasche auf Crossbody zu tragen. Aber heute fürs Outfit und generell, gerade ist eine Abendtasche, habe ich noch nicht so eine richtig schöne, passt das ganz gut. Also ich hole sie hier raus. Ta-da-ta-ta! Oh, da ist auch noch was dran. So, jetzt passt sie perfekt. Meine neue Tasche, mein Geburtstagsgeschenk von meinem Mann. In schwarz, matt, mit hier Rauleder, mit so ganz kleinen Nieten. Und das passt perfekt zu meinen Steve Madden Schuhen, die ich gerade anhabe. Und ich finde es halt so richtig cool, weil sie ist breit, sie ist lang. Ich habe hier diesen Strap, damit ich sie kurz tragen kann. Ich kann sie aber auch schön an der Hand tragen. Und eben mit dem anderen Gurt. Dann ist hier drinnen auch sehr, sehr viel Stauraum. Das werde ich jetzt auch noch ganz schnell ausräumen. Das ist wirklich viel Stauraum. Wir haben hier einfach ein Zipfach. Hier hinten noch Fächer. Und hier drinnen ist es in so einem Bordeaux-Rot. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also es ist ein sehr bräunliches Bordeaux-Rot. Und hier hinten gibt es auch noch ein Fach. Das Pendant zu meiner weißen Coach, die ich hier in diesem Vlog auch schon getragen habe, ist jetzt diese hier. Und es ist mein Geburtstagsgeschenk. Ich bin super happy damit. Die Kinder schauen hier gerade fern. Die sind beide sehr, sehr platt von unserem Pool- und Meertag. Und hier jetzt nochmal ganz schnell mein Outfit. Also die Steven Madden Sandalen. Dazu heute ein Fußkettchen, dann mein H&M-Kleid. Ja, mein Mann meinte gerade, das sieht jetzt nicht so gut aus, weil man hier halt meine Bikini-Streifen sieht. Aber was soll ich machen? Ich bin im Urlaub. Und dazu die neue schöne Tasche. Ich finde sie toll, weil wie gesagt, ich kann sie hier an der Hand tragen. Ich finde, das passt super zum Kleid. Oder ich trage sie halt eben ganz, ganz kurz.
Schatten bleiben. Nein, ich habe gestern dann doch ein bisschen zu viel getrunken und mir geht es jetzt heute nicht so gut. Ich gestehe, es wurden dann gestern doch ein paar viele Cocktails. Aber wir haben unseren Abschlusstag hier im Falkensteiner Hotel und Spa Gisenu aus. Also wir haben unseren Urlaub zum Abschluss noch ausgiebig gefeiert, so ich bin etwas verwirrt, wie ihr hört. Ich wollte zum Abschluss nochmal hier ein bisschen Revue passieren lassen, unseren Aufenthalt im Falkensteiner Hotel und Spa in Jesenu. Also alles in allem muss ich wirklich sagen, wir haben noch nie in so einem tollen Hotel übernachtet. Wir waren noch nie in so einem tollen Hotel auf Urlaub. Der Poolbereich, die Beachbar, der Strandbereich, tipptopp. Super gepflegt, alles sauber, die Zimmer werden sogar zweimal am Tag gereinigt, also am Vormittag und dann während dem Abendessen kommt auch nochmal jemand und füllt die Duschgelfläschchen auf, macht nochmal das Bett, geht nochmal rüber über das Zimmer, was ich wahnsinnig, wahnsinnig toll und sehr aufmerksam finde. Und wie gesagt, hier, es gibt 4 Pools, es ist reichlich Platz, beim Strand sind die Liegen dabei. Und ja, es wird halt einfach hier wirklich darauf geachtet, dass alles passt, dass alles schön sauber ist. Und wir haben uns wahnsinnig wohl gefühlt. Das Essen ist unglaublich gut. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal wiederholt. Das Essen ist ein Wahnsinn. Also ich habe noch nie so gut gegessen in Italien. Wirklich. Frühstück, Abendessen, super Qualität, regionale Lebensmittel, das schmeckt man. Und wir hatten hier durch und durch La Dolce Vita. Wir haben auch sehr gut geschlafen. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Und ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Also auf jeden Fall, wir haben schon überlegt, ob wir nächstes Jahr in der Vorsaison vielleicht, wenn es klappt, kommen. Weil es dann auf jeden Fall sehr ruhig ist. Es war jetzt auch sehr ruhig. Man merkt aber, dass jetzt schon ein paar Urlauber kommen. Also es wird jetzt schon sehr voll. Heute ist Samstag. Das Hotel ist dementsprechend natürlich auch schon etwas mehr ausgelastet, was auch gut so ist. Und ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr mal urlauben möchtet, mit allem drum und dran, ohne Abstriche, wo ihr alles geboten bekommt, schon alleine, dass die Koffer aufs Zimmer gebracht werden, ins Auto geladen werden, dass euer Auto geparkt wird, dass wenn ihr das Auto braucht, dieses Auto gebracht wird, dann, also das ist verrückt, ja, also wirklich, wirklich. Hier geht es uns gut, hier hat man wirklich Premium Living, hier fehlt es einem an nichts und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also, falls ihr noch einen Urlaubsort sucht für euren Sommerurlaub in Italien, dann schaut doch mal beim Falkensteiner Hotel und Spa Gisenu vorbei, schaut euch gerne auf der Webseite um. Es gibt einen Blogpost dazu, der ist, wenn dieses Video online geht, auf YouTube auch schon online, da findet ihr nochmal alle Details, alle Highlights, alle Fotos, alle Informationen zu diesem Hotel und ich schicke euch ganz, 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 ganz viele Grüße hier nochmal vom Pool, bevor es für uns gleich weitergeht und das seht ihr im nächsten Vlog, denn wir sind in Italien noch unterwegs und wir besuchen noch 1, 2, 3, also 4 oder 5 verschiedene Ortschaften. Danke fürs Reinschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Vlog und wir sehen uns beim nächsten Video.